Hallo, heute werde ich über den Gigabyte M32Q Monitor berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 31,5 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 9. Bildschirmauflösung 2560 x 1440 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8-Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 165 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt eine Millisekunde. Eine Millisekunde MPRT-Reaktionszeit. Die SuperSpeed IPS-Technologie reduziert die Reaktionszeit auf eine Millisekunde. Inzwischen bietet die IPS-Klasse herrliche Farben. UHD mit 165 Hertz. Hohe Auflösung und schnelle Bildwiederholfrequenz für detailliertere Anzeigequalität und flüssiges Spielerlebnis. 94% DCI-P3. Fantastisches Farbdisplay und 94% DCI-P3 Super White Gamut-Farben. OSD Sidekick. Mit Gigabyte OSD Sidekick können Sie die Anzeigeoptionen mit Tastatur und Maus einstellen, sodass Sie die Monitoreinstellungen auf einfachste Weise anpassen können. Timer. Der Bildschirmtimer hilft Ihnen beim Verfolgen der verstrichenen Spielzeit. Zähler. Der Spielzähler hilft Ihnen, die Zeit leichter zu berechnen. Fadenkreuz. Mit dieser Funktion können Sie das Fadenkreuz anpassen, um Ihr Ziel im Schießspiel zu verbessern. Zielstabilisator-Synchronisierung. Mit dem neuesten Upgrade können Sie Bewegungsunschärfe reduzieren und gleichzeitig die V-Sync-Technologie aktivieren. PIP-PBP. Mit den PIP- und PBP-Funktionen können Benutzer verschiedene Videoquellen anzeigen, die gleichzeitig auf einem Bildschirm angezeigt werden. Sie können die Spielanleitungen gleichzeitig nur mit einem Monitor ansehen. HDR-Modus. Neben den Standard-HDR-Einstellungen können Sie jetzt den Spiel- und Filmmodus genießen und sogar Ihre Einstellungen erstellen. Darüber hinaus unterstützt es HLG, Hybrid Log Gamma, sodass Sie die ursprünglich von Rundfunkplattformen wie BBC iPlayer, NHK-TV usw. so erstellten Inhalte wirklich genießen können. Dashboard. Das Dashboard zeigt Ihre Echtzeit-Hardware-Informationen an, einschließlich CPU-Spannungen, Taktrate, Temperaturen usw. so weiter. Das Beste daran ist, dass es von keinem Spiel blockiert wird. Schwarzer Equalizer. Mit dieser Funktion können Sie mehr Details der dunklen Seite anzeigen, ohne gleichzeitig die helle Seite zu überbelichten. Höheres Maß an kundenspezifischer Farbanpassung. Mithilfe der sechsachsigen Steuerung können sechs Farben, Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Gelb, einzeln gesteuert werden. Damit können Sie den Farbraum auf dem Monitor genauer anzeigen. Automatische Aktualisierung. Benutzer können mühelos das beste Spielerlebnis mit Funktionen genießen, die Gigabyte ständig weiterentwickelt und aktualisiert, während sie ihrem Monitor zusätzlichen Schutz bieten. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 71,58 cm breit, 45,53 cm hoch und 24,43 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 10,2 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 6 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: 2x USB 3.0 Type A Downstream, 1x USB 3.0 Type B Upstream, 1x USB 3.0 Type C Upstream, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 und 1x 3,5 mm Audio Out. Einfach, aber stilvoll. Das stromlinienförmige Erscheinungsbild repräsentiert die Einfachheit der Designphilosophie der Gigabyte Gaming-Serie, den robusten Ständer und die matte Oberfläche, die für funktionale und ästhetische Merkmale ausgelegt sind, die den Eigenschaften mehr verleihen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Schwarz ist nicht schwarz, aber grau. Der Kabelkanal verbirgt das Kabel nicht. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Farben sind grandios, Blöcke eignen sich hervorragend für IPS-Panels, OSD und Joystick sind sehr gut gelöst, HDR funktioniert problemlos und Minimal IPS-Glow. Das war mein Testbericht zum Gigabyte M32Q Monitor. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!